Messertest 2021, das letzte Messer. Das hatten wir auch noch nicht. First try. Gib it. Runtime, Partner vom Muddy Life Kanal. Wenn ihr Bock habt, mal auszuprobieren, einfach Link in der Beschreibung nutzen. Vollwertige Mahlzeit in einer Flasche. Perfekt für jedes Abenteuer. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Wir befinden uns beim Messer Nummer 2. So, hier haben wir das K-Bar. Messertest 2021. Das letzte Messer, was wir dieses Jahr testen. Oder vielleicht auch nicht. Also wenn irgendjemand noch ein Messer als Vorschlag hat oder ein geisteskrankes Ideechen hat, dann in die Kommentare. Vielleicht ist das dabei, was ich unbedingt noch testen möchte oder auch sollte. Dann schreibt's mir. Ich bin ja euer Messertester. 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 Sind eigentlich K-Bar dafür, dass es auch auf einer AK irgendwie drauf war oder sowas? Nee, die hatten da gar keine AK bei der USMC. USMC steht doch für US Marine Corps. Verstehst du? Das sind ja die Marines. Und die hat, das ist ja die kleine Variante. Es gibt ja auch noch ein groß und die wurde vorher, konntest du aufs Gewehr aufflanschen. Ich glaube, ein M16 war es, bin mir nicht ganz sicher. Oder M4A1? Nee, M16. Dieses mit dem Henkel oben drauf, glaube ich. Und da konnten die das vorne ranstecken. Ich kenne es aus dem Rambo-Film. Daher war mir das ein Begriff, weißt du? Das ist jetzt die kleine Variante. Ich finde die geil von der Größe her. Finde ich gut. Wenn man überlegst hier, so im Vergleich, ne? Schon ein kleiner Unterschied. Ja, vor allem, weil der Griff halt auch rund ist, ne? Ja. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es sich schlägt. Aber irgendwie ist es geil. Also so mit dieser Lederapplikation ist mal was anderes. So, kommen wir zum K-Bar. Und jetzt die Klinglänge. Exakt 13 cm. Doch, 13 cm. 13 cm. Und wir beginnen mit dem Messertest. Are you ready? Are you ready? Seid ihr auch bereit? We're all ready. Habt ihr Bock? Ja. Nein, schreiben wir. Okay. Bist du bereit? Bin bereit, ja. Ich habe immer einen heiden Respekt vor, ne? Also, aber nicht so, also alles machen außer loslassen. Ja. Wenn es besser fliegt, dann... Ja, ist klar. Brille. Falls es hier so... Expediamos in 3, 2, 1. Oha. Oha. Das sah böse aus, der Schnitt, oder? Alter, das ist fast... Das ist... Oh. Alter, das hatten wir noch nicht, oder? Nee, so viel wollen wir nicht. Das ist alles. Boah, da will ich noch mal rein. Ich glaube, das würde sogar funktionieren, wenn du richtig triffst. Perfekt. Ich mach mal so, ja? Weil ich habe das Gefühl... Ready? Steady? Ah, nee. Ist abgerutscht. Abgerutscht. Halt mal fest. Ready? Nee, es war... Weiß ich nicht. Der erste war... Gut. Okay, Schnitttest. Bereit? Jo. Ja, so muss es sein. Ist schon... Ist schon... Uiuiuiui. Dann nehmen wir mal eine Stunde spielen, oder? Seiltest, sehr geiles Ergebnis. Ich will nochmal. Das könnte das letzte Messer sein, was einfach diesen Strang durchtrennt. Oh! Ja. Oh! Da fehlte aber nur noch einer. Eine und ein Eintel. Und ein Müh. Da. Boah! Richtig gut. Das ist richtig gut. Geil. Gut, Schitulle schmieren. Eine wässrige Stulle mit Leberwurst. Wir gehen rein. Wir schmieren eine Stulle. Das hat eine gute Größe. Guck mal, einhändig. Geisteskrank. Tada! Geil. Und hier weiß ich, das ist eine sogenannte Blutrinne. Das hier. Das, ja. Ja, aber ich wüsste nicht, wofür man das jetzt braucht. Vielleicht beim Ausweiden oder so. Von irgendwelchen Tieren. Das ist einfach eine Saftrinne, genau wie das. Ja, hier, eine Saftrinne. Saftrinne. Nächster Test, Chris. Nächster Test ist Betoning. Oh, da. Eieieiei. Ich habe immer so, weißt du, bei so brachialen Sachen. Ich habe ein bisschen Angst immer ums Messer. Ja. Das ist so ein schönes neues Messer. So aber auch hier ist der Kern durchgehend bis hinten, aber nicht in voller Brandstärke. Brandstärke? Oh, das ist ein Stift. Eher so ein ja, Stift, ist eher so ein Stift. Hat ein bisschen was vom Buschmesser. Ja, beim Buschmesser, da war eine kleine Geschichte. Da ist es halt hier gescheitert. Bereit? Auf die Spitze vorne. Es knackt aber schon, ne? Es ist es. Ja. Ich möchte dazu auch sagen, dass das andere, was wir davor hatten, das war extrem trocken und schon so ein bisschen gesprungen. Ist das hier auch? Ja? Ja. Messer zu schmal, ne? Wir müssen auch sagen, wir machen hier übelst die dicken Dinger, ne? Also, so was Dickes betonst du normalerweise nicht. Das war vorher nicht so. Ui. Hupsi. Ja. Das ist eigentlich der Abrutschschutz, ne? Ja, gut, ich mach mal weiter. War ja klar, zum Schluss krieg noch ein Messer Fritte erhauen.
Da siehst du mal diesen krassen Unterschied, ne? Also man denkt so, boah, ja. Übrigens, das ist schon angefressen hier, ne? Das ist jetzt nicht so, wo du denkst, es hat keine, ne? Sondern ist schon. Also, gut. Besser. Ah, da ist das Ding. Die Konstruktion von dem Caper soll schon gute 80 Jahre alt sein, so wie es da ist. Ja. Okay, geht. Aber brauchst auf jeden Fall mehr Kraft. Und jetzt haben wir ein Problem. Das ist nicht original. richtig? Falsch. Krieg mal zurück, krieg mal zurück. Krieg mal die Bogen? Nee, mit der Zange. Mit der Zange? Meinst du so leicht? Guck mal, versuchen Sie mal zurückzubiegen. Bist du da? Bin da. Ich hab hier so ein kleines Multitool. Naja, ich weiß nicht. Also richtig biegen lässt sich das nicht. Nee, ich würde es so machen, ich würde anders ansetzen. Von so, so. Genau, so. Und dann nach vorne drücken. So. So würde ich das machen. Ah, sehr gut. Na, wir haben es erstmal repariert. Aber original ist es nicht. Gut, aber zumindest können wir weitermachen im Test. Dann kommen wir jetzt zum Holzhacken. Hier, 5 bis Zentimeter. 5 bis 8 Zentimeter. Ja, alles klar. Den nehmen wir mal. In den hier. Ready? Ja. Steady. Vorsicht, die Kohle ungefähr so aus. Ja. Mühselig. Geht, aber ist nicht schön. Ja, bei so einen Sachen ist immer ein großes, schweres Messer gut, ne? Ja. Immer ein Gewicht umso einfacher. Definitiv. Was, hab das Gefühl, es rutscht mir gleich aus der Hand. Gut, geht, ist jetzt aber nicht so geil. Die Ringe schützen. Nö, nee, arschgeile Nummer. Ja, Spinne. Eine große? Na, eine dicke mit Eiern. Eine dicke mit Eiern? Da ist sie. Gut. Gut, haben wir. Ready for schneising. Jetzt macht sich hier vorne diese Halterung besser. Fertig. Oh, ist aber echt spitz. Sauber. Sehr gut. Nächster Test. Gurke. Oh, ich sehe schon eine leichte Beschädigung am Messer, ne? Da. Oh, leicht ist gut, ey. Ordentliche Delle. Guck mal, ob ich das raufkriege hier. Da ist schon ordentlich was. Ne? Passiert. Ready? Steady? Go. Ja, aber gut. Naja. Ja, ich habe auch die Kante so ein bisschen getroffen. Siehst du hier, ich habe ja da auch über die Kante so ein bisschen geworfen. Na gut, next. Sauber. Wasserflasche. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also mit der Klinge, die schon so eine... Naja. Und die ist ein bisschen kürzer, ne? Du musst halt genauer treffen. Krieg hin. Bist du bereit vom Leben her? Das ist ja so, mach in meine Richtung, ne? Klar. Ich krieg immer so hier. Ja, Mann. Bereit? Ja, Mann. Ich fasse das extra ein bisschen hinten an, dass ich mehr Länge habe. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Jammer, jammer. Wow! Das hatten wir auch noch nicht. Geil, ich hab auch an der dünnsten Stelle. Geil! Hätte ich gedacht, sauber. Das war als unerwartet irgendwie. Unerwartet schöner Schnitt. Arschgeile Nummer. Warten jetzt? Jetzt kommt die Dose. Oha. Da tun mir einfach die Messer einfach alle leid. Ja. Tut mir einfach leid. So, ready, Teddy? Ich stell mir gerade vor, so mitten im Busch im Dschungel und du machst halt deine Dose auf. Geht auch super easy. Prima. Also gar keine Beschwerden. Nächster Test, Tomate, ne? Sieht aus. Die Tomate kommt jetzt, ja. Ja, wir gucken mal, bevor wir loslegen. Es geht. Also ich sehe da keinen guten Papiertest, aber wir geben mal eine Tomate. Okay, wir machen erstmal den Aufliegetest. Boah, ist immer noch ultrascharf. Oh Mann, ein Filetstück. Ist eigentlich so eine Tomatenhaut so ein bisschen vergleichbar mit der menschlichen Haut am Anfang so? Das fragst du mich? Woher soll ich das wissen? Ich habe noch keinen abgestochen. Digga. Da, saubere, dünne Scheibe. Wir machen den Falltest.
gibt's nichts zu meckern. Ja, komm. Ah, war hat kurz ein bisschen bremst. Ah, da wieder. Das ist bestimmt der Kern. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Ansonsten macht's echt Spaß. Hat halt eine schöne Größe, du kannst halt super mit arbeiten, ne? Das kannst du halt mit dem anderen, ist immer so ein bisschen schwieriger, halt so groß ist. Also, das ist halt dieses Problem, du musst eine Lösung. Oh, guck mal hier, richtig, richtig dünn, rausfiletiert. Sehr schön. Haben wir. Du musst halt eine Lösung finden zwischen brutal, aber noch genug filigran, gerade, ne, damit man auch ein bisschen arbeiten kann mit. Nicht zu vergessen, die Optik ist auch wichtig. Ja, ja. Aber ich find's nice. Next one is the Papiertest. The paper test. Ready? Ja. Na, du hast es zu straff gezogen. Ja, ich muss es schon stramm halten. Geh mal unten. Sag es den Finger, wa? Ready? Genau auf der Hälfte kackt's ab. Da, wo wir auch schon die Delle gesehen haben. Kann er nochmal hier. Ja, reißt nur, ist kein Schnitt. Gut. Gut, dann kommen wir zum Wurftest. Richtig. Are you ready? Rein da. Das war gefährlich. Alter, das war schon wieder knapp mein Fuß, Alter. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Ich kann nicht erkennen, was ich falsch mache. Was mache ich falsch? Alles. Ne, ist auf jeden Fall gut gewesen. Jetzt muss ich an die Brennnessel. Auch keine Nummer. Hm. Hä? So fällt der Baum aber nie. Und man muss es ja mal stecken bleiben. Was Sägemehl? Ich werde bei mir nichts beim ersten Mal. Das will ich sehen. First try. Give it. Ah! Nee, jetzt. Arschgeile Nummer, Digga. Wirklich. Komm grad vor wie bei Call of Duty. Ach, daran liegt's. Hier. Daneben geworfen. Pass auf, ich weiß, woran es liegt. Rückwärts werfen. Ready? Nee. Gut. Durchgefallen. Ja. Dann sind wir, das ist durchgefallen. Dann ist durchgefallen. Ist das K-Bar geeignet zum Werfen und zum Einrasten? Nee, macht keinen Spaß. Gut. Macht immer keinen Spaß. Nee, das ist doch scheiße. Gut, dann hacken wir jetzt. Ja, hacken wir jetzt. Wenn du das möchtest. Rum. Macht das überhaupt noch Sinn hier? Ich glaube, das macht nicht weniger Sinn, aber wir machen es einfach, weil wir was machen müssen. Ready? Ja. Vom Leben her? Richtig ready. Das macht auch ja keinen Spaß. Was ist denn jetzt? Wie lange soll ich da sitzen? Mann, das macht keinen Spaß. Das ist echt kacke. Voll gut, wie ich das festhalte hier. Ja. Der fliegt doch gleich wieder aus den Pfoten. Weil es halt auch einfach sehr leicht ist, das Messer. Gut, war schön. Also das macht ja keinen Sinn. Macht ja keinen Spaß. Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Kürzen wir das ab. Das war beim Breacher anders gewesen. Ja. Zweimal warst du durch. Da hast du zweimal, einmal. Und dann ist der Baum gefallen. Bruch das, oder? Ja. Der Griff ist schwerer als die Klinge, das kann sein, ja. Ja! Ja! Andersrum halten, halt auch an der Klinge fest. Hab ich doch gemacht! Und halt, genau. Nee, den Tester. Mit dem Griffstück. Pock, pock, pock. Irgendwann gibt's Holz auf, weil es keine Lust mehr hat. Marco schreibt, es ist nur scharf, mehr nicht. Es ist sehr scharf, aber es ist. Ja, komm, wir gucken mal, Bruchtest. Ja, Bruchtest. Ready, steady? Ich sag, es geht kaputt. Ich sag, keine Ahnung. Ich sag, es geht kaputt, ich sag, es bricht. Nee. Da ist ich kaputt. Oh. Oh, Alter. Aber hat die Knack irgendwo. Ja, das war Holz, Digga. Nein. Nein. Okay. Das ist gefährlich, wenn du dieses Abrutschen, das ist echt ultra gefährlich. Okay. Nee, Mann, da bricht nichts. Geh nochmal auf die Spitze. Oh. Also ich hätte auch gedacht, dass es bricht. Ich geh nochmal hier rüber. Mal richtig. Ja! Kann ich, komm ich weiter runter. Oh. Arschgeile Nummer. Das war aber auch das, was wir am Anfang gesagt haben, ne? Weil das halt kein durchklingende Klinge ist, sondern so ein Stift. Und wo bricht's wieder? Genau da beim Übergang. Genau wo zum Übergang zum Griff. Und das ist volle Kraft. Habe ich genau wie bei den anderen Messern auch gemacht. Ich habe hier keine Rücksicht genommen. Gut. Ich biege zurück mit der Zange. Wir biegen jetzt mal zurück. Vielleicht bricht's auch. Ah, das ist das, okay, mal erzählen hier. Ah, das ist ja wirklich, das ist Schmutz. Oder? Also darf auch bei sowas nicht passieren. Oder? Ja, nee. Gut, ich gehe zurück. Weil kann ja auch anders aussehen. Also ich meine. Genau. Ich versuch mal. Ich gehe hier wieder drin. Was hast du das? Ja, das, was Koala schreibt hier. Bisschen in den Reis reinlegen.
Der näht's wieder. Oh, er tut richtig weh hier an der Hand, ne? Oh, Digga, ich hab keine Kraft mehr. Puh, ich muss mal kurz eine Sekunde. Was ist denn jetzt der Plan? Sollen wir hin und her biegen, bis es bricht, oder was? Nick, wir wissen, jetzt sind wir auf der anderen Seite angekommen. Es bricht nicht. Ist schon mal gut, aber es lässt sich einfach biegen wie Pudding. Also ich würde sagen... Es wird nicht besser, wenn du es sehr biegst, wird immer weicher. Und immer, irgendwann bricht es halt anders. Soll ich es ein bisschen gerade machen? Ja, machen wir ein bisschen gerade. Aber nee, so hat es ja den Messertest bestanden. Also nicht bestanden, in dem Sinne. Also, bringen wir mal auf den Punkt. Ich glaube, als Outdoor-Survival-Messer ist das gänzlich ungeeignet. Das kannst du dir einpacken, um einen Apfel zu schneiden. Oder in Neukölln, aber nicht draußen in der, in der Natur. Also für Seven vs. Wild würde ich das nicht mitnehmen. Durchgefallen. Aber damit kann man um die Ecke schneiden. Um die Alter! Ich vor, um die Ecke, kannst quasi hinter der Tür so die Gurke schneiden. Hier ist die Wand. Sieht dich keiner. Kann dich keiner an der Hand schießen. Gut. Klassisch nicht bestanden, würde ich sagen. Hat man noch nicht gehabt. Wir hätten ein Messer gehabt, die entweder brechen sie, entweder brechen vorne oder wie bei so einem Muschmesser brechen einfach da in diesem komischen Steg. Genau. Oder wie das hier, dass ich einfach verbiegt wie Sau. Solltet ihr dennoch Interesse haben, Link in der Beschreibung. Gar keine Frage. Geisteskrank. Damit sind wir durch mit den erst vorläufigen Messern 2021. Beim nächsten Mal küre ich dann den Gewinner. Ich habe jetzt tatsächlich nach der Geschichte, nach den beiden Tests, nochmal... Weißt du, was wir noch nicht hatten als Messertyp? Ein Klappmesser. Die... Würde ich sagen, kommen in eine andere Kategorie. Da kommen andere Tests. Du kannst doch dann so ein Klappmesser nicht durch den gleichen Test laufen wie sowas hier. Das kannst du nicht machen. Dann überlegen wir uns was. Chris, dafür sind wir heute hier. Damit wir immer neue Ideen. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.